Wir wagen jetzt einen Blick in das nächste Jahr, und zwar in Form eines traditionellen Aktkalenders. Zum 15. Mal hat Starfotograf Manfred Baumann Models, mehr oder weniger, bekleidet, in Szene gesetzt. Perfekt natürlich in Szene gesetzt. Dafür hat im Gegenzug seine Frau Nelly gesorgt, dass zur gestrigen Kalenderpräsentation alle Besucher oder Gäste mit einem Bekleidungsstück mehr gekommen sind, nämlich mit einer Ziermaske. Man war zum Maskenball. Die ersten 4-5 Jahre ist es passiert. Danach wurde es schon so, dass die Leute einfach gesagt haben, hey cool, was kommt nächstes Jahr? 15 Jahre ist eine lange Zeit und ich habe 4 Covers geziert. In den letzten Jahren ist er dann schon weltweit auch ein Liebhaberstück geworden. Starfotograf Manfred Baumann präsentierte gestern seinen Fine Nude Art Kalender 2022 und lud zum Jubiläum zu einem Maskenball. Bei Maske wird jedem jetzt schon ganz übel, wenn er das Wort hört. Und ich habe mir gedacht, okay, wir müssen dieses arme Wort rehabilitieren. Und es gibt ja auch schöne Masken. Und dann habe ich diese schöne venezianische Maske gesehen daheim, die ich von meiner Freundin bekommen habe. Und habe gesagt, okay, wow, wir müssen irgendwie was Besonderes machen. Ich kann mit der Maske ja atmen, das ist der Unterschied. Ja, also da habe ich wunderbar, die wichtigsten Teile sind frei und das da oben ist wurscht. Aber umgekehrt ist schwer. Ich frage mich, wie Batman tut, ja, mit FFP2. Natürlich war ich Feuer und Flamme, weil im Maskenball auch ein Teil meines Namens ist, im Ballhaus und Ballwein, also da kann nichts schief gehen. Natürlich bin ich da gleich dabei. Meine einzige Sorge war, da habe ich heute noch schnell eine WhatsApp geschrieben mit Ganzkörperkostüm und Maske oder Ballkleid und Maske? Weil Maskenball könnte ja auch sein, viel Barock und so Schnickschnackzeugs. Da hätte ich, glaube ich, absagen müssen, weil da habe ich genau nichts da haben. Aber Ballkleid und Maske geht gut. Aus der Taufe gehoben wurde der mittlerweile 15. Aktkalender musikalisch. Er ist diesmal anders. Es gibt 5 österreichische Models darin, so viele wie nie. Wir haben uns ein bisschen was anderes einfallen lassen, andere Locations gewählt und einige Fotos hatten wir schon, bevor die Pandemie begonnen hat, sind wir praktisch aus L.A. mit dem letzten Flieger so ziemlich zurückgekommen. Da wurden auch einige Sujets sind dort noch entstanden. Ja, es war schon sehr kalt, muss ich sagen, aber es wurde professionell alles gehandelt. Ja, schnelles Jackett drüber, es war echt kalt, durchbeißen und für ein schönes Foto mache ich das gerne. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt vor der Kamera, ja. Es war eigentlich ein anderes Shooting, es war jetzt nicht speziell für den Kalender und ja, dieses Aktfoto war auch nicht wirklich geplant. Ich sage mal, das war mehr oder weniger ein Versehen, aber ja, es sind ja sehr viele tolle Sachen durch Versehen entstanden. Und er hat mich dann gefragt, ob er das für den Kalender verwenden darf und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich sage voll gerne Knocker-Bartel-Kalender. Weil das macht es irgendwie ein bisschen, das sexualisiert ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Und es ist ein schmaler Grat und ich muss da immer noch ein bisschen mit mir kämpfen. Ich bin nämlich eine starke Feministin und ich stehe voll hinter Frauen und ich will Frauen supporten und hochleben lassen. Und es ist ein schmaler Grat, den man da begeht mit so einem Knockerbartel-Kalender. Wenn du manchmal an den Strand gehst, dann siehst du die Frauen mit tollen kleinen Bikinis, weißt du, wunderschön, wo fast alles zu sehen ist, ungefähr. Und da passiert nichts, weil 1000 Leute da sind. Aber wenn du aus Versehen kommst in einen Raum und eine Frau ist mit, nicht nackt, sondern mit Bustenhalter und so, fangen sie, also komisch, ne? Ich sage, Entschuldigung, aber jeder Mensch denkt anders. Ich bin jedes Jahr auch im August zu sehen und auch im nächsten Jahr wieder im August zu sehen. Klar, es spielt Nähe auch eine Rolle und gerade in der Zeit, wo wir so viel Distanz halten, ist ja auch schön, wenn man sich näher kommen kann. Wir haben gerade Distanz gehalten. Nein, wir zwar nicht. Also wenn du gute Fotos machen willst, bin ich ganz bei dir, dann musst du den Fotografen ganz nah ranlassen, weil ein gutes Foto ist nur, wenn du eben total locker, entspannt bist oder gewisse Emotionen transportieren kannst. Klar, ich glaube, einige haben natürlich irgendwann Probleme, irgendwie, die sagen, Mensch, nicht zu nah, ich habe Falten oder es ist dies oder das, aber ich glaube, das gehört auch zum Alter, zum Altern dazu, zum Älterwerden. Das letzte Mal beim Shooting mit Baumann war er auch halt nah, als es mir lieber ist, aber ich habe damit irgendwie kein Problem gehabt und hat mich dann zurecht gerückt, links oder rechts und ja,
alles gut. Gutes Foto sollte einfach eine Geschichte erzählen. Der Betrachter hat seine eigene, weil der sieht das Bild für sich, der erkennt ja nicht unsere Geschichte, weil wenn wir unsere Fotos anschauen, dann haben wir unsere Geschichte dazu und das ist das Wichtigste eigentlich für ein gutes Foto.